Vormittag sind wir angekommen an einer Stelle, wo wir eigentlich am Ende der Oper uns befinden, und das ist der große Showdown zwischen Don José und Carmen. Ich werde anfangen mit einer Szene, das nenne ich einfach Domestic Violence, und da werden ein paar Schläge zwischen Carmen und Don José getauscht, und ich möchte, dass die Darsteller das schon in einem Slow-Motion-Ablauf machen, und zusätzlich filme ich dann auch das noch mit einer höheren Framerate, sodass ich das tatsächlich dann in Ultra-Slow-Motion zeigen könnte. Das ist sehr zeitintensiv, und wenn ich denke, dass ich eine Art Stundengehalt für mich selber ausrechnen müssen, dann werde ich nicht auf meine Kosten kommen. Das ist eine Arbeit, die aus Liebe stattfindet. Es sollte konzertant sein und es sollte keine Inszenierung in den normal üblichen Sinne sein. Einfach, weil es unmöglich ist, ein Oper wie Carmen unter die jetzigen Bedingungen effektiv zu probieren und damit effektiv eine Geschichte erzählen zu wollen. Leute müssen einander anfassen können, sie müssen in enger Kontakt miteinander bewegen können, und deswegen ist es in Corona-Zeiten nicht möglich. Wir haben uns also für eine Lösung entschieden, auch weil das Stück nur 80 Minuten sein dürfen wegen Corona-Regeln, eine Erzählart zu finden, die hauptsächlich konzertant ist, und ich sehe meine Aufgabe eher als einen Raum zu schaffen, in dem diese konzertante Aufführung anders wirken könnte als eine normale konzertante Aufführung, ein extra Plus dazu zu geben, dass die emotionale Welt, in der die Hauptfiguren sich befinden, in diese Visualisierung Form gegeben werden und auch Platz gegeben werden. Wir machen eine Farbreduzierung auf Rot, Schwarz und Weiß, in die Hoffnung auch dabei, die Aufmerksamkeit vom Publikum nicht von das konzertante Geschehen komplett wegzurütteln, sondern eher das untermalen und unterstützen zu wollen. Aber ich kann es mir nicht verkniffen, das auf eine Art zu machen, die doch was mit moderner Technik zu tun haben.